Hallo aus Sandfurt. Ich bin der Konstantin, einer der Ingenieure hier im Team von EFP Car Collection bei TC. Wir sind hier heute zum Testen für das GT Masters Rennen im Herbst. Die Strecke hat sich ja im Vergleich zum letzten Jahr an einigen Stellen geändert wegen der Formel 1. Einige neue interessante Kurven, die wollen wir euch heute mal zeigen. Gestern waren wir schon auf dem Trackwalk, haben die Strecke besichtigt und da wollen wir euch jetzt mal mitnehmen. Viel Spaß dabei. Ja, du kannst auch was sagen, wenn du willst. Willst du was sagen? Erste Kurve, also der Hero Elia Erhard. Bremst. Wo? 20 Meter vor der Kurve. Da hat der Erhard tief in die Tasche gegriffen, damit die diese Kurve hier so machen, wie sie jetzt ist. Boah, look. Speed. Der Speedy. Schön, wie es da runter geht. Also hier, der komplette erste Sektor ist umgebaut. Die erste Kurve ist anders, die zweite ist viel breiter. Es schaut auch so aus, als hätten wir viel mehr Grip. Und dann hier Kurve 3, das geht total steil bergab und dann bergauf. Also das wird eine ganz schöne Belastung für die Reifen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das morgen anfühlt. Also es ist sehr extrem hier. Beeindruckend. Sandfurt ist ja eine sehr historische Strecke. Erbaut wurde sie 1948. Ab 1952 fanden insgesamt 30 Formel 1 Grand Prix statt. Der letzte ist jetzt schon 35 Jahre her gewesen. Für jetzt 2020 war ja wieder das große Comeback geplant, hier in Sandfurt. Dafür wurde die Strecke für die Formel 1 an einigen Stellen modifiziert. Ja, die Änderungen hier im Stadtzielbereich waren halt nötig für die Formel 1, weil da halt die Strecke den modernen Formel 1 Standards nicht mehr ganz so genügt hat. In der Kurve 3, die Hugenholzbucht, hat sich ja jetzt das Banking verändert, insgesamt 19 Grad, was nach außen hin immer mehr ansteigt. War halt nötig dadurch, dass da auch einfach die Strecke viel zu eng war für die Formel 1. Das ermöglicht für die Fahrer unterschiedliche Linienwahlen. Kann man verschiedene Linien wählen, auch in Bezug auf die Höhenänderungen in der Kurve. Wichtig ist halt, in der Kurve diesen Schwung mit in die Kurve reinzunehmen, Kurvenspeed zu halten, aber entsprechend auch dann für die folgende Gerade bzw. das folgende Kurvengeschlänge den Speed mit rauszunehmen. Die Beanspruchung vom Auto in der Kurve ist auch höher geworden. Durch die ausgebaute Kurve hat sich die Vertikalkräfte jetzt erhöht, die auf den Reifen wirken. Das ermöglicht halt entsprechend die höheren Kurvengeschwindigkeiten auch, was dann entsprechend dann auch den Reifen mehr beansprucht. Sandfurt ist ja generell eine Strecke, die sehr auf die Reifen geht, durch die sehr vielen mittelschnellen und schnellen Kurven. Das ist dann natürlich auch die Herausforderung dann fürs Rennwochenende und für die 1-Stunden-Rennen im GT Masters, dass man dann die Reifen übers Rennen richtig aushält und richtig einteilt. Von der Hugenholzbucht bis hinter zur Kurve 11, der hintere Teil der Strecke, hat sich jetzt im Vergleich zu den Jahren zuvor nicht geändert. Da ist immer noch die gleiche Kurvenführung, nur ein bisschen die Auslaufzonen anders. Die Curbs an ein paar Stellen etwas modifiziert, aber der generelle Charakteristik der Strecke hat sich nicht verändert. Die letzte Kurve wurde für die Formel 1 dahingehend auch angepasst. Da gab es halt in der Vergangenheit keine Auslaufzonen. Die gibt es zwar jetzt immer noch nicht, dadurch, dass es jetzt aber eine Stahlkurve ist, ist jetzt die Mauer direkt an den Streckenrand versetzt worden, wie man es eigentlich von der NASCAR auch in Amerika kennt. In der Vergangenheit war es für uns im GT3-Auto immer gerade so, dass die Kurve vielleicht voll ging. Dadurch, dass die Kurve ausgebaut ist, geht die Kurve eigentlich locker voll. Das bedingt dadurch, dass wir jetzt auf der Stadtzielgeraden höheren Topspeed erreichen. Und auch im Speziellen fürs Rennen macht die Sache bestimmt auch interessanter, weil dadurch die Überholmöglichkeiten in Kurve 1 nochmal verbessert werden. Weil die Fahrer sich jetzt schon durch die letzte Kurve an den Vordermann in Windschatten ansaugen können und dadurch in Kurve 1 eine bessere Überholmöglichkeit bestehen wird. Der neue Teil ist jetzt neu asphaltiert, das heißt, der ist jetzt auch sehr glatt, der Asphalt, also wenig Unebenheiten. Das macht eigentlich das Auto sehr ruhig. Währenddessen jetzt im hinteren Teil der Strecke sind halt immer noch mehrere Bodenwellen, so wie in der Vergangenheit da, was halt diesen Charakter eigentlich auch für Sandfurt immer ausgemacht hat. Und da muss man jetzt einen richtigen Kompromiss finden, auch im Fahrwerk-Setup, der dann letztendlich auf die Gesamtstrecke eine gute Rundenzeit herausbringt. So, das war jetzt alles zur Strecke. Heute beim Test haben wir das Auto gut für die neuen Gegebenheiten abgestimmt, sind gut gerüstet fürs Rennen im Herbst. Wir sehen uns, bis dann.